Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Und zwar, wie ihr seht, bin ich hier unterwegs mit dem Mod-Organizer für Skyrim. Ich wollte halt euch noch ein bisschen informieren, da ja die letzten Tage nicht so viel von mir auf YouTube gelandet sind. Videos, heute ist der 15.02.23 Uhr schon. Ich werde wahrscheinlich noch bis 3 Uhr herumsitzen, bis ich diese ganze Reihe von Mods hochgeladen habe, installiert habe sozusagen. Wahrscheinlich werde ich nicht alle installieren. Zum Beispiel habe ich jetzt den Dyndolot-Output drin, den ich ja vorher mal nicht hatte. Ein paar Sachen habe ich schon wieder deinstalliert, ausprobiert und deinstalliert. Es tut mir leid. Aber mir liegt Skyrim halt am Herzen und ich möchte es natürlich sehr gerne wieder spielen. Deswegen, werde ich zusehen, dass ich so schnell wie möglich das wieder alles hinkriege. Das heißt, heute werde ich nichts spielen sozusagen. Kein Spiel spielen heute. Ich habe noch 3 Parts von Fallout. Im dritten Part ist das Spiel mir auch wieder abgestürzt. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mit dem Mod Manager 2, Mod Organizer 2, auch Fallout nochmal neu modde. Also die Mods, die ich habe, einfach dann dort mache. Denn ich muss sagen, der Mod-Organizer hier ist einfacher als wie den ich vorhatte. Ich hatte vorher den Nexus Mod Manager Community und ja. Er hat zwar auch auf Fehler darauf hingewiesen oder dass etwas überschrieben wird und so. Aber der hilft mir sehr gut hier, dieser Mod-Organizer, weil er auch mit Loot zusammenarbeitet. Man kann alle seine Sachen halt installieren. Dann hat man hier Loot. Was ich auch noch installiert habe, ist das jetzt hier drin? Nein, auf jeden Fall eine Mod, die mir das Spiel sauber gemacht hat. Und zwar ist in Loot immer die Fehlermeldung. Jetzt komme ich nicht dran, ne? Sonst hätte ich euch das gezeigt. Also Fehlermeldung, Warnung. Überall war gelb, sogar bei den DLCs und bei der Haupt. Wie sagt man, beim Hauptspiel war immer angeblich, war nicht sauber. Und ich sehe es jetzt gerade nicht. Das ist aber auch nicht hier. Auf jeden Fall gibt es halt eine Mod, die das bereinigt. Ich glaube, SSE Scripter. Blablabla. Egal. Auf jeden Fall, morgen ist der 16.02. Morgen werde ich nicht modden, auch wenn ich heute nicht fertig werde. Ich habe mir gedacht, dass ich dann morgen wenigstens 2 Spiele spiele. Zum Beispiel, ich habe schon lange nicht mehr Witcher gespielt, dass ich vielleicht morgen mal Witcher aufnehme, damit ihr Mittwoch wieder Witcher habt. Und Hitman wäre auch mal Zeit, wieder eine Folge zu machen. Wie ich gesehen habe, kommt ja bei euch Assassin's Creed nicht so gut an. Ob es Odyssey ist oder Valhalla, da sind halt die Aufrufe nicht so toll, deswegen kann das im Moment ruhen, bis ich hier einigermaßen wieder fit bin mit dem Installieren. Also installieren, also Mods installieren und so. Das wird dann wahrscheinlich am Wochenende kommen und dann Dragon Age Inquisition. Habe ich auch schon lange nichts mehr hochgeladen. Sollte eigentlich auch mal bald mal wieder was kommen. Dragon's Dogma.
weiß ich nicht, ob ich es weiterspielen werde. Ich bin von dem Spiel im Moment genervt. Zum einen, weil es nur einen Speicherstand gibt. Und zum anderen, ich weiß nicht, wie ich die Frau da, wo ich sie hinbringen soll. Ich hänge da irgendwo feste. Vielleicht werde ich mal bei jemandem reinschauen und gucken, wie der Weg ist. Das ist vielleicht demnächst, will ich nicht unbedingt sagen, vielleicht in 2 Wochen oder so. Wenn ich da ein bisschen mehr Luft habe, nochmal weiterspiele. Ja, das ist es erstmal. Also ich werde jetzt hier ein bisschen noch weitermachen. Ja, genau. Will ich nicht. Ja. Gehetzfessel. Tuka hier. Und installieren. Gut. Da sagt er mir, es gibt eine höhere Mod. Stimmt aber gar nicht. Das hat der halt ab und zu mal. Ich gucke aber trotzdem. Also das habe ich runtergeladen. 1.13. Das ist ein Update. We should fix the last naked children. Okay. Ja, Beyond Sky and Bloomer habe ich noch nicht. Deswegen muss ich das nicht downloaden. Ich mache mir jetzt noch die deutsche Version. Ja, wir können ja trotzdem ein bisschen quatschen. Ich kann in der Zeit ein bisschen hier downloaden. Ja. Also mir gefällt der Mod Manager sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr den so findet. Ich habe den gefunden durch einen YouTuber. Ach, wie heißt er denn jetzt noch? Amamemus. Der einen Modding-Guide rausgebracht hat. Für Anfänger. Ja, eigentlich bin ich ja kein Anfänger in dem Sinne, aber es hat mir doch sehr geholfen. Installierte Version 1.1. Das ist für allen Prüfungen verfügbar in 3 Minuten. Ja, ja, dann überprüfen wir, aber stimmt ja alles gar nicht. Ach so. So, habe ich noch nicht geklickt? Ja. Ja gut, ich weiß nicht, was ich erzählen soll noch. Neue Spiele gibt es im Moment nichts Interessantes für mich. Vielleicht nächsten Monat. Vielleicht werde ich auch irgendwas Altes noch spielen. Mal schauen. Ich gucke noch mal, weil er immer sagt, aber ich habe doch die runtergeladen. Naja, das, aber das sagte er mir, sagte derjenige, der das halt diesen Modding Guide mal. Fields or folder were not found in the archive. To an incorrect FOM. Abbrechen. Ja, gut. Ich muss mich darauf jetzt konzentrieren, sonst mache ich wieder Blödsinn. Ja. Wir sehen uns dann. Und hören uns dann, ich hoffe es, beim nächsten Let's Play von mir. Bis dahin, adios.